Ja, also persönlich, ich bin ein Allgemeinwissensenthusiast. Ja. Ich vertiefe mich manchmal in Wikipedia, ich lese einen Artikel und klicke auf den nächsten und auf den nächsten und auf den nächsten. Plötzlich sind zwei Stunden rum. Und dann klicke ich mich zurück und komme mir und frage mich, wie ich zu diesem Artikel gekommen bin. Und dann habe ich mich gefragt, wie könnte man jetzt zum Beispiel so wissen, dass man so Wikipedia-Artikel aufnimmt, vielleicht mal abfragen. Ja? Und ich dachte, ein Quiz ist vielleicht jetzt zu normal. Und dann bin ich wieder auf dieses alte Kinderspielquartett gekommen. Quartett ist, für die, die es nicht kennen, das ist ein Spiel, da spielt man mit Karten und man wählt, man bekommt quasi eine Karte und es sind verschiedene Werte drauf und man muss mit einem Wert dieser Karte auswählen und dann spielt man gegen einen gleichen Typ von Gegner, also eine Karte gleichen Typs von Gegner und der Wert, der besser ist, der bekommt den Stich und der den Stich bekommt, bekommt die Karte vom Gegner. Und das Spiel ist vorbei, wenn der Gegner keine Karten mehr hat oder man selber. Und deshalb haben wir ein kleines Quartettspiel entwickelt. Dessen Kniff ist aber, weil ich auch so ein Wikipedia-Enthusiast bin, dass die Daten quasi aus einer strukturierten Form der Wikipedia kommen. Das heißt, es sind keine festen Datensets, jetzt wie zum Beispiel 8 Karten für Länder und 8 Karten für Städte, sondern es ist quasi alle Städte, die in der Wikipedia drin sind. Und man kann, das Ziel ist, also es ist jetzt aktuell in der aktuellen Version natürlich drin, aber man kann später selektieren, welche Gruppen von Daten man haben möchte. Das kann man von Städten, die über 1 Million Einwohner haben, bis runter zum Meeressäuger filtern, wie man möchte. Je nachdem, was das Ziel der Person ist, die das Spiel spielen will. Moment. Das Ganze. Ups. Ja, das ist ein Nachteil von einem langen Passwort, da kann man sich oft vertippen. So. Ich hoffe, ich kann eine kleine Demo zeigen von dem Spiel. Das Problem ist nämlich, da spielt man ja gegeneinander. Das heißt, ich muss jetzt quasi zwei Fenster gleichzeitig zeigen. Oh, die Zeit ist fast rum. Moment. Ja, es sieht jetzt leider ein bisschen verbuggt aus dem kleinen Beamer, aber man kann jetzt eine Karte spielen, wie zum Beispiel Österreich, aber Österreich ist eigentlich eine ziemlich schlechte Karte. Aber hier sind jetzt so Demo-Daten drin, das finde ich nicht so gut, aber jetzt zum Beispiel könnte man Einwohner spielen und man hat sogar gewonnen, weil man hat in die Slowakei gespielt und die hat weniger Einwohner. Und prinzipiell kann man das quasi im unendlichen Datensatz spielen. Ja. Danke. Danke. Mir fallen da spontan ein paar Ideen mit Monetarisierung und so an, falls man das in ein Startup bauen würde. Wie würdet ihr das denn beschreiben, wie ihr das monetarisieren wollt? Ganz ehrlich, daran habe ich keine Sekunde gedacht. Ja, also man könnte zum Beispiel Custom Quartett Cards, zum Beispiel für Amiga Spielekonsole oder so alte Dinger zum Beispiel machen, dass man die halt selbst stilisiert und zum Beispiel als Geschenk oder so verkauft in einem Shop. Aber unser Ziel ist ja, dass wir ein unendliches Set von Karten haben wollen. Wir wollen ja nicht zum Beispiel nur 100 Städte haben, sondern wir wollen bei jedem neuen Spiel wollen wir wieder neue Städte haben. Wollen wir neue Politiker haben, wir wollen neue Länder haben. Also natürlich könnte man das vielleicht verkaufen, aber zum Beispiel, was man sich vorstellen könnte, man könnte sowas an Schulen verkaufen, dass dann bestimmte Lehrbereiche, Musik, Kunst oder so, dass die dann wieder durch die Wikipedia, die wieder abfragen, dann wieder Künstler abfragen können, Musiker abfragen können und dann haben die wieder, dass die Schüler auch viel lernen dabei. Dass man wirklich nicht nur limitiert ist an eine bestimmte Anzahl an Schülern. Ich habe Sie richtig verstanden, Sie greifen auf Wikipedia-Daten zu
Oder sind die jetzt manuell eingepflegt? Also das sind jetzt hier manuelle Demo-Daten. Prinzipiell, okay. Wir haben auch schon die Anwendung zur DBpedia. DBpedia ist eine strukturierte Form der Wikipedia. Die Anwendung ist quasi schon drei Viertel fertig. Ja, aber Nachteil der DBpedia, deren Server sind auch sehr instabil. Also wir hatten gestern das Problem, dass die mehrere Stunden down war, zum Beispiel. Okay. I know that fear. Ja, kann ich bestätigen.